Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch wieder leichte und sehr leckere und einfache Rezept. Also Buletten in oder Hackbällchen in Kräutersauce. Ich habe schon letztes Mal gemacht Buletten in Dillsauce. Die waren sehr lecker. Das geht eigentlich ja gleich, fast gleich. Nur dann immer viel Kräuter zu die Soße und auch ein bisschen mehr Knoblauch zu den Bällchen. Gut, dann fange ich mal an. So, meine Lieben, da habe ich 500 Gramm gemischte Hackfleisch. Da habe ich Semmelbrösel, da habe ich ein Ei, Pfeffer, Salz, Knoblauchzehe, dann habe ich ein bisschen Kumin, Paprika und Koriander. Das sind die Gewürze, die kommen zum Fleisch. Ja, als erstes mache ich mir die Knoblauchzehe. Es ist da so, dass Knoblauch ist sehr wichtig hier, und wenn ihr drei Knoblauchzehen habt oder größere, das wäre auch super, wenn ihr dazu gibt, weil das Fleisch soll ein bisschen, also in diese Fleisch soll Knoblauch dominieren, sage ich so mal. Okay, Knoblauch pressen, und wenn ihr Knoblauch granuliert habt, also Knoblauchpulver habt, dann gebt ihr eine Teelöffel, später vielleicht noch ein bisschen mehr. Okay, von der Gewürze, da gebe ich hier eine Teelöffel dazu. Und ja, dann gebe ich die Semmelbrösel. Semmelbrösel habe ich erstmal gegeben, so 1, 2, 3 Esslöffel. Später habe ich noch 2 dazu gegeben. Dann habe ich das Ei gegeben. Und noch zum Schluss habe ich grüne Petersilie gegeben, getrocknete. Habe ich vergessen rauszustellen, aber habe ich da gegeben. Und ja, die Masse sollte so fest sein, deswegen habe ich noch später noch 2 Esslöffel Semmelbrösel dazu gegeben, ja, weil die Masse soll ja so richtig fest sein, also nicht so ganz fest, aber soll fester sein, deswegen muss man dann später nach dem Mischen muss sie da später selber entscheiden, ob ihr noch Semmelbrösel dazu wollt. Und auch ja, die Gewürze. Wenn ihr euch traut, das abzuschmecken, ja, probieren, dieses rohe Fleisch, dann könnt ihr das probieren und später nachsalzen oder ein bisschen Pfeffer geben. Wie ich schon sagte, das Masse, also das Fleischmasse, also in diese Masse sollte das Knoblauch bisschen dominieren, ja, sag ich mal, weil das ist Kräuter, Kräutersauce. In Kräuterbutter oder Kräutersauce oder Kräuter andere Gerichte ist immer Knoblauch dabei. Okay, die Masse werden wir gut vermischen und lassen wir so 5 bis 10 Minuten stehen, bis sie wird ein bisschen fester nachher. Und da habe ich 1 Liter Gemüsebrühe. Ich habe aus den Gläschen genommen. Aber 1 Liter war mir zu viel, ich habe ein bisschen später weggenommen, weil mein Sohn wollte Suppchen, grüne Suppe wollte er haben. 1 Liter wäre dann zu viel, dann nehmt ihr dann 600 Milliliter oder 700 Milliliter von der Gemüsebrühe. Da werden wir aus dem Fleisch kleine Bällchen formen, so in die Größe von wie Walnüsse. Und da drinnen werden wir die Bällchen kochen. So 10 bis 15 Minuten. So langsam, nicht so ganz fest kochen, auf mittelhohe Hitze, und nach dieser Zeit tun wir das Fleisch raus und wir werden die Soße dann andicken, verdicken, binden, sag ich mal. Ja, habe ich ein bisschen für meinen Sohn genommen. Die Brühe, also das Sud, hat sehr, sehr lecker geschmeckt, ein bisschen nach Knoblauch, also ja, nach Knoblauch, hat mir sehr lecker geschmeckt. Und da kommen jetzt Sahne. 200 ml Schlagsahne und 100 ml Schlagsahne habe ich mir in die Schüssel gegeben. Und in die Schüssel zu der Sahne gebe ich jetzt 2 Esslöffel Mehl, ganz normales Mehl. Vermische ich das klumpchenfrei, der Inhalt des Topf aufkochen. Da gebe ich mir noch von den Sud, sage ich mal Soße Sud, eine Kelle noch zu der Mehlmischung. Da vergleiche ich die Temperaturen. Und wenn das schon aufgekocht ist, ja, so 1 bis 2 Minuten kocheln, und da gebe ich jetzt das Mehlmischung
Und so nach einer Minute haben wir schon leckere Soße. Genau. Gut vermischen. Die Soße wird dann durch das Mehl wird die Soße dick. Und da habe ich jetzt Kräuter, da habe ich Oregano, Oregano, Majoran, Rosmarin. Koriander habe ich nie gegeben, das steht, aber habe ich nie gegeben, weil wir hatten sie schon im Fleisch. Also da gebe ich hier einen Teelöffel dazu. Habe ich noch so eine Mischung, 8-Kräuter-Mischung. Da ist Petersilie, Dill, Kerbel, Kresse, Schnittlauch und alle anderen. Ehrlich gesagt kenne ich die anderen nicht. ja, da gebe ich erstmal die trockene Mischung Kräuter dazu und 3 bis 4 Esslöffel von dem gefrorenen Kräuter vermischen. Salz abschmecken mit Salz und Pfeffer. Salz vielleicht. Salz habe ich nicht mehr gegeben. Ich habe noch ein bisschen Kräuter gegeben. Wenn ihr noch Thymian habt, könnt ihr noch Thymian geben. Ich hatte ihn gehabt. Und wenn ihr auch frische habt, dann könnt ihr auch frische, natürlich frische geben. Ich habe nicht frische. Ja, aber die trockene und gefrorene waren auch gut. Okay, wenn die Soße schon lecker ist, lecker schmeckt, geben wir zurück da rein die Bällchen. Lasse noch eine Minute aufkochen und dann ist die Soße fertig. Ich habe dazu. Also man kann dazu Kartoffeln servieren, Reis. Ich habe hier Bandnudeln gehabt. Kann man auch andere Nudeln dazu geben, nehmen. Und ist sehr lecker. Das war's. Ich hoffe, das Video und Rezept hat euch gefallen. Ihr werdet das ausprobieren und ich verspreche euch, das ist sehr lecker. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!